Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tunefer. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Channel. Und heute schauen wir uns was an, wo ich tatsächlich eben selber kurz überrascht war, dass ich das meiste davon noch gar nicht gesehen habe. Und zwar schauen wir uns jeden Trailer für jedes FNAF-Game einmal an. Also natürlich für jedes offizielle FNAF-Game. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, außer für Security Breach und Help Wanted kenne ich keinen einzigen von den Trailern. Das heißt, ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr. Wir gehen mal rein von FNAF 1 bis FNAF 9, also Security Breach, obwohl ich glaube FNAF World und sowas sind auch dabei. Aber das Video geht auch recht lang. Ich frage mich sowieso, was hier alles für Trailer drin sind. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich sehr über den Support, Leute. Gerne auch den Channel abonnieren. Und wir gehen mal direkt rein mit FNAF 1, oder? Okay, am Tag ist es ein Ort der Freude. Damals wussten wir noch nicht, wie krass FNAF wird. Aber du bist nicht hier während des Tages. Du bist der Nachtwächter. Quasi. Begrenzte Energie. Begrenzte Sichtbarkeit. Begrenzte Zeit. Oh, ich erinnere mich an die Szene. Five Nights at Freddy's. Wie Bonnie die Maske runternimmt in FNAF 1. Kommt zwar nie im Game vor, aber ja. Oh, das ist aber auch FNAF 1, ne? Nee. Das ist FNAF 2. Withered Pony. Yo. Das Telefon klingelt. Hallo. Hallo, hallo. Well, if you're hearing this, then chances are you've made a very poor career choice. Okay. Fast in Service. Vergessen. Tja, die ersten Animatronics vergessen und withered. Withered Freddy auch am Start. Deaktiviert, ja, schön wär's. Guck mal. Der FNAF 2 Trailer jetzt schon viel, viel krasser als FNAF 1, so von der Aufmachung her, ne? Ganz anders. Wie man hier im Büro on the road ist, die verschiedenen Partyräume und so. Redesigned. Tja, die Toy Animatronics haben da ihren Auftritt gehabt, ja. Alter, oh, mach die Maske auf! Alter, und keine Türen. Das war das Krasse damals. Five Nights at Freddy's 2. Damals hatten wir keine Türen, alle waren geflasht. Oh mein Gott, wieso haben wir keine Türen? Und jetzt sind wir in FNAF 3. Fazbear's Frights. Springtrap hat seinen großen Auftritt. He will come back. I always come back. Springtrap kommt vorbei. Das war damals auch krass. He always does. Er kommt immer zurück. Ja, die Phantom Animatronics. Phantom Freddy. Phantom Chica. Wir haben einen Ort für ihn. Eine Geisterbahn. Der perfekte Ort, um gruselige Monster, Animatronics und halbtote Psychopathen einzusperren. Five Nights at Freddy's 3. Yo. Let's go. Coming soon. Ey, ich finde die Trailer voll nice. Und ich finde es auch cool, wie sich so die ganze Aufmachung und Qualität verändert. Was ist es, dass du denkst, dass du siehst? Nur ein Albtraum? Oder doch die Wahrheit? Welches Spiel, denkst du, spielst du? Na? Oh. Was hast du nach Hause gebracht? Besuch. Mami, Besuch. Schließ die Türen. Besser ist es. Schau in den Schrank. Und schau auch hinter dich. Watch your back. Ansonsten wird's dir schlecht ergehen. Five Nights at Freddy's 4. Ey, auch cool gemacht, wie das Logo dann hier reinkommt, ne?
Ey, echt coole Trailer. Auch für diese älteren Games so. Ich meine, von wann ist Five Nights at Freddy's 4? Das ist, glaube ich, von 2016 oder so, ne? Oh, und jetzt haben wir ja rein theoretisch FNAF 5, also Sister Location, oder? Oder kommt hier irgendwas dazwischen? Sie haben dich verfolgt. Weil das sieht hier nicht aus wie Sister Location. Sie haben dir Angst gemacht. Sie haben dich heimgesucht. Und was haben sie noch gemacht? Aber jetzt sind sie süß? Ah! FNAF World! Nächstes Jahr! Sei bereit! Ja, ja, ja. Animatronics sammeln, ein Team bauen und gegen die ganzen Viecher antreten. Abenteuer! FNAF World ist schon ganz cool, muss man so sagen. Ist nicht so mein Spiel, aber ist schon echt cool gemacht. Alter, wie viele Namen hier jetzt eingeblendet? Alter, einfach alle Animatronics fliegen hier durch. Mangle, hi! Ja, let's go. Coming soon. FNAF World? Oh, er hat den Spieletitel gar nicht gezeigt. Scott. Fear. Angst. Ist das jetzt Sister Location? Panik. Dread. Terror. Oh, yes. Sister Location, Leute. Alter, wie wir im Vent sind. Toy, nicht die Toy, die Funtime Animatronics. Deep below ground. Tief im Untergrund. Ah, wie sich da die Gesichtsplatten so bewegt haben. Das war so krass, als man es zum ersten Mal gesehen hat. Da, Funtime Freddy. Oh, Wut kennt keine Ruhe. Secret Stone Keep? Oh. Es war so krass da. Die ganzen neuen Animatronics auf einmal da. Alle waren übel geflasht. Ich weiß es noch. Und hier ist Circus Baby. Let's go. Sister Location. Das müsste von 2017 sein, ne? Heftig, yo. Weil ich glaube, das war das erste FNAF-Game, wo ich auf dem Kanal hier dann up-to-date mit FNAF war. Weil vorher war ich immer so ein bisschen hinterher von der Zeitachse. Und seit Sister Location habe ich eigentlich immer das neueste Game direkt online. Deswegen, ich glaube, es war 2017. So, hier wird erstmal eine Pizza designt. Im Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Aber ich bin immer noch verwirrt, Freunde. Wir haben jetzt 8 Minuten vom Video geguckt und wir sind schon bei Sister Location. Was kommt denn da noch? Aber schauen wir erstmal den FNAF 6 Trailer weiter. Den habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Also Sister Location hatte ich tatsächlich gesehen. Alle anderen davor kannte ich nicht. Also FNAF 1 bis 4 habe ich nie die Trailer geguckt. Und auch hier von FNAF 6, den kenne ich auch nicht. Und hiernach kommt ja dann schon Ultimate Custom Night. Gab es dafür einen Trailer? Na gut, safe. Ja, ja, coming soon. Ist das der Trailer? Mit YouTuber-Reaktion? Was? Ja. Alter, damit. Damit haben die einen Trailer gemacht. Ist das ein ernsthafter Trailer oder ist der Fanmade? Freddy is not something to mess around with. This is the ultimate custom night. The ultimate custom night. FNAF 7. Me Bird likes you. Wie es einfach übel abgeht. Ja, 300er Highscore. Nice. Take your part all over again.
Wow, wilde Voice Line. Chill, Bro. Oh, und das hier war Help Wanted, ne? Ja, der Help Wanted Trailer damals. Das war auch wild. Yo, da waren doch einfach alle crazy Hype drauf. Und einige waren einfach richtig sauer, dass es am Anfang einfach nur den normalen VR-Mode gab. Am Anfang konnte man Help Wanted ja nur in Virtual Reality spielen. Es gab keinen normalen Modus oder so. Das war schon wild. Und das, obwohl es eigentlich auch ohne VR ein echt gutes Fangame ist. Five Nights at Freddy's VR. Help Wanted. Es war auch cool. Es war auch cool. Da haben wir auch zum ersten Mal Steel Wool Studios gehabt. Und was ist das jetzt? Das ist nochmal Help Wanted, oder? Ja, das ist nochmal Help Wanted. Das ist nochmal Help Wanted jetzt hier. Klick. Also in VR ist das Game schon heftig. In VR kriegt man echt Panik, wenn man da steht und die Animatronic taucht neben einem auf, weil die Viecher sind echt übel groß in Virtual Reality. Muss immer so hoch gucken, immer Angst gehabt. Yo, oh! Freddy wird sauer. Alter. Also ich denke mal, Help Wanted. Hat Help Wanted noch mehr Trailer? Oh. Der Strom ist aus. Oh. FNAF 4? Ja. Es war immer. Okay, es war immer noch der gleiche Trailer. Okay. Oh, und The Curse of Dreadbear. Das erste Mal, dass ein FNAF-Game einen DLC bekommen hat. Help Wanted hat ja noch das Curse of Dreadbear DLC. Ich erinnere mich. Mit den coolen Halloween-Leveln. Das war auch schon echt nice. Und Dreadbear, so eine coole Frankenstein-Animatronic. Da, schau ihn dir an. Alter. Curse of Dreadbear. Der Fluch von Dreadbear. War auch nice. Five Nights at Freddy's VR. Help Wanted. DLC. Quasi. Was ist das? Weihnachten? Was ist... Für was ist das denn, Trailer? Da ist Glitch Trap. Alright. Immer noch Help Wanted. Aber... Ja, für... Chill, fass mich nicht an, Mann. Aber für was war das denn jetzt ein Trailer? VR not required. Ah, die ohne VR-Version. Perfekt. Alright, with the Fazbear Funtime Service, you'll never be alone again. It's guaranteed. With our exclusive animatronics, you'll always have someone... Ist das FNAF AR? Das Augmented Reality FNAF, quasi diese Pokémon Go FNAF Version? FNAF AR? Ja. Special Delivery. We're always watching out for you. Oh oh, Lichtflacker, das ist nicht gut. Da ist was im Schrank. Alter. Oder auch nicht. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie dafür so einen krassen Trailer gemacht haben. Wie cool ist das denn? Wow! Wo man alles durchs Handy dann sehen kann, wie Animatronics bei einem zu Hause im Zimmer sind und so. Das war schon cool. Das war schon sehr strong, muss man einfach so sagen. Alter, alles flackert hier. It's me. Oh, guck mal, Besuch vom Fenster. Oh! Ein paar Freddles. Ein bisschen Pizza. Oh! Alter, der Trailer ist übel gut. Alter, der Trailer hypt einen ja richtig für FNAF AR. Ist ja crazy.
Yo, das ist mal ein starker Trailer. Let's go. If you are very, very quiet, maybe I will not find you. Maybe. Es war richtig cool. Irgendwie spielt es jetzt nicht mehr. Also spielen wenige jetzt. Also spielen nicht mehr viele. Aber damals war es stark, als es rauskam. So. Und jetzt. Security Breach. Den Ort hier gerade, den gibt es gar nicht im Game. Gregory. So, ist euch das schon mal aufgefallen, Leute, dass in dem Trailer, seht ihr das ganz oben links? Da ist einfach Moon. Ich habe diesen Trailer keine Ahnung wie oft gesehen. Und erst vor 3 Tagen habe ich ein anderes Video geguckt, wo ich irgendwas gesucht habe wegen Security Breach. Wo dann jemand sagt, ja, hier oben ist ja auch Moon, direkt am Anfang vom Trailer. Und ich denke mir so, was? Habe ich noch nie gesehen. Guck mal, er kriecht einfach da oben lang. Ist mir noch nie aufgefallen, dass er da ist im Trailer. So ein schwieriger Tag für alle. Ja, da kann man nichts mehr machen. Alter, Gregory als am Weinen im Hintergrund. Der Mega-Pizza-Plex. Sei still, Gregory. Sie hat uns gefunden. Oh! Jo, was ist das für ein krasser Venny-Jumpscare? Der ist aber so nicht im Game, oder? Five Nights at Freddy's Security Breach. Let's go. More details to come. Alter, aus Security Breach kann man auch einen richtig nicen Film machen, ne? Sind wir mal ehrlich. Gregory. Gregory. Es geht weiter. Gregory. Where are you? It's getting late. Es wird spät, ja. True. Der Bereich hier ist so auch nicht im Game. Nur so ähnlich. Aber ich will euch jetzt hier nicht mit Details langweilen. Let's get you home. Let's get you home. Ab nach Hause, Gregory. And what? Put you to bed? Gregory muss schon schlafen, ist schon spät. I see you. Oh, ich kann dich sehen, sagt sie. Yo, noch einen Ultra-Mini-Trailer eigentlich, ne? Security Breach. Security Breach hat, glaube ich, viele verschiedene Trailer bekommen, ne? When I first found you, hier ist der nächste. You were nothing. You were small, pathetic. Das ist jetzt Glitch-Trip, der redet, ne? Are you ready? Bist du bereit? Ah, das hier ist, glaube ich, der erste richtige Trailer gewesen, ne? Die anderen waren alles nur so kleine Mini-Teaser. Und hier sieht man jetzt zum ersten Mal richtig was. Freddy, Monty, Freddy Fazbear's Pizzaplex. When fear takes hold. Ich weiß nur, wie ich hier drauf zum ersten Mal reagiert habe. Roxy! And reality fails. Montgomery Gator. The stage is set. Glamrock Chica. And insanity prevails. Yo. Oh, ich krieg schon wieder... Ich hab diesen Trailer, der ist so geil. Ding schon Gänsehaut, no joke. Ey, das Ding ist halt, Security Breach ist das meistgeklickteste Game auch auf meinem Channel, Leute, auf dem Hauptkanal. Oh, keine Ahnung, es war so nice, als wir es zum ersten Mal gespielt haben, weil alles so krass war. Klar, das Game hatte ein paar Bugs am Anfang und so. Und Story war ein bisschen komisch, weil manche Sachen einfach über den Haufen geworfen wurden, so in der FNAF-Story-Geschichte, ne? Aber das Game war einfach geil. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Einfach cool, hat einfach Spaß gemacht. Ich freue mich so auf das Ruin DLC, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das wird so cool. Let's go. Glamrock Chica ohne Schnabel, habt ihr gesehen? Da, die Daycare. Okay, habt ihr die Voice dann aber gerade gehört, wer da gesprochen hat? Das haben wir so nie im Game gehabt, ne? Glaube ich. Ich glaube nicht. Oh, Chica, Venny, Sun, Roxy Raceway. Und? Na, warte, kommt gleich noch. Security Breach. There is more going on here. Oh, Burn Trap 2021, ja. Wann kam es raus? Kam im Dezember, ne? Es kam im Dezember, glaube ich.
noch ein Trailer für Security Breach. Weiter geht's. Chica. Glamrock Chica in der Müllpresse. Wow. Tja. Glamrock Chica geht's gar nicht gut. Oh. Vanessa. Oh, und Chica steht auch wieder auf. Ah. Mann, ey. Ich kann euch nicht sagen, könnt euch nicht vorstellen, wie hyped ich bin auf das Ruin DLC, auf die Erweiterung. Das wird richtig, oh, richtig wild. Einfach nur crazy, anderes Level. Monty Gator, Chica, die Tür geht zu. Oh, DJ Music Man. Ja. Ja, Security Breach hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Montgomery Gator. Der allerechte. Freddy Fazbear. Dem geht's nicht so gut. Wenn ihn mal wieder. Releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Psst. Ja, und diese Scheißviecher in der Kanalisation, ey. Eine kurze Umfrage vielleicht. Oh, 16.12.21, das war das Datum, ja. In 2016 hat ein Spiel die Welt verändert. Was, Freddy in Space? Es hat die Welt, wie wir unser Universum sehen, verändert. Ach, Freddy in Space, so ein kleines Minigame. Und dann kam noch Freddy in Space 2 raus. Freddy im Weltall, Leute. Wusstet ihr überhaupt, dass es das gibt? Wahrscheinlich nicht, ne? Dieses Spiel war vermutlich nicht Freddy in Space. Aber trotzdem ein zweiter Teil. Und sogar für zu wohltätigen Zwecken. Finde den Schatz. Ich habe das Game tatsächlich noch nie gespielt. Freddy in Space habe ich noch nie gespielt. Alter. Was waren das denn für riesige Animatronics, yo? Was für heftige Bossgegner. Crazy. Freddy in Space 2. Let's go. Waren das jetzt nicht alle Trailer? Ich glaube, das... Ja, das waren alle. Wir haben uns alle FNAF-Trailer reingezogen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, welcher am besten ist. Und dann schreibt noch dabei, warum es Security Breach ist. Hey, Security Breach ist so nice. Ich freue mich so auf das Ruin DLC, Leute. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Channel hier. Abonnieren, Daumen nach oben dalassen. Und wir sehen uns gern beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.